Morgen. Guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 24. Juni. Und wir haben mega gut geschlafen. Ja. Wir haben immer den Platz noch für uns gehabt. Alles ist so ruhig. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ruhig es im Wald ist zum Schlafen. Wenn keine anderen Leute um sind. Man hört kein Auto, gar nichts. Nicht, höchstens das Schnarchen von der Partnerin nebenan. Habe ich geschnarcht? Du hast aber geschnarcht. Ja, wenn man halt manchmal auf dem Rücken liegt, weil er halt die Hüfte halt am Durchbrechen ist, dann... Habe ich geschnarcht? Ein bisschen. Schnarchelt ändert. Aber es ist schon gut. Und jetzt haben wir es 21:45 und wir lernen uns einfach noch ein bisschen Zeit. Wir haben da schon unseren Tee gekocht. Genau. Und es ist einfach immer schön. Jetzt können wir duschen. Ich habe euch ja gestern gezeigt, Frischwasserweg. Und in dem Hüsli jetzt auch eine Dusche und das Lavabo. Und da können wir uns nachher noch frisch machen, weil wer weiß, wann wir das nächste Mal an so einer Stelle vorbeikommen. Jetzt haben wir gut jeden Liter Tee. Und Kaffee getrunken. Und es ist so schön. Schön, man wird morgens von den Vögeln geweckt. Nimmt sie über das Zelt weg und guckt durchs Moskitonetz. Spinner. Sie ist schon süß, so klein ist sie. Ist sie weg? Ja, sie ist weg. Du hast sie abgeschüttelt. Sie hat sie abgeschüttelt. Du bist sie. Hast du schon Angst vor so kleinen Spinnen? Sie sind grusig. Sie sind extrem grusig. Du meinst die Vorstellung mit 12 Augen und so? Nein, das ist schon beißig. Also gut. Nächstes Mal lässt du mir die Spinnen wegmachen. Du kannst nicht in der Kamera wieder runter. Auf jeden Fall laufen wir heute wieder 24 Kilometer von Snoggeholm, also das ist der Lagerplatz da, Snoggeholm, der SL4 über Vitabeck. Vitabeck. Kneckebrot oder so. Kneckebrot. Bis nach Löwestadt. Und wir freuen uns, weil das Wetter ist wieder so schön, der Himmel ist blau. Es wird wahrscheinlich brutal wird von der Temperatur her. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Wald zu laufen. Den haben wir. Ich glaube, jetzt geht es fast nur mal durch den Wald heute. Ein bisschen Straße habe ich gesehen noch. Aber es sollte eigentlich hauptsächlich bewaldet sein und grün. Es ist schön im Wald. Ja. Und dann melden wir uns einfach später wieder. Genau. Tschüss. Tschüss. Schweden am Morgen. Schwedens Wildnis am Morgen. So schön. Es sind schon ein paar Reiter vorbeigekommen mit ihren Pferden. Ein Biker ist schon vorbeigefahren. Da ist die Sonne. Wir freuen uns auf den heutigen Tag. Zelt gestanden. Wir haben auf dem weichen Moos übernachtet. Da, wo jetzt die Sonne drauf kommt. Wunderschön gesehen. Nein, da. Da haben wir übernachtet dort. Schatzele, am Fötele. Da ist das Feuerholz, zweiter Lagerplatz. Da ist unser Lagerplatz, wo wir jetzt zum Morgen genommen haben. Schatzi war noch kreativ. Ich liebe meinen Schatz auch sehr. I love you too.
Und wir sind gespannt, wie der heutige Weg wird. Was haben wir, einen Schwan gesehen, drüber fliegen? Ja. Schwan. Es ist schon voll verrückt, was hier alles für Tiere sichtbar sind. Gestern haben wir ganz viel Rotwild gesehen. Das ganze Rudel. Hase, große Hase, richtige Klopfer. Hoppelhase, und Eichhörnli, Igel. Ja, also wir haben auf dem SL3 nicht gesehen. Auf dem SL3 haben wir nicht so viel Tier gehabt. Oder? Mm-mm. Gar keinen. Aber es ist ja auch so ein von Moorgebiet. Ja, gut, ja richtig, da hat es andere gehabt. Ich weiß nicht, wie es ist. Wir können fliegen. Ja. Es gibt dann teilweise, wenn man sich einfach vor Boden hockt, dann hat man umzingelt von weiß ich nicht wie viele Tusig fliegen. Man muss sich das vorstellen, wenn man mal Pipi muss und so und das Vödli auspacken. Tusig fliegen und das Vödli. Fleisch kommen alle. Fleisch? Ja. Stinkepo. Ju, Stinkepo. So, wir verlassen jetzt unseren wunderschönen Raschplatz da. Es ist halb Jelvi. Und jetzt folgen wir einfach da dem wundervollen Frischwasserzeichen. Unsere Bäuche sind voll mit Tee. Wir haben das noch nicht fertig angeschnallt, weil wir dann noch ein paar Sachen brauchen zum Duschen aus dem Rucksack. Und dann tun wir dann nachher alles wieder so montieren. Hüsli. Gestern vorhin erwähnt habe, das ist der Luxus, vor allem eine Dusche mit denen ist es immer nicht so kalt, wenn es halt drüben. Duschi. Fangen wir mal schauen. Ja. Und Dusche. Nach einer wunderbaren Dusche. Körperpflege. Wasser auffüllen, alles wieder anschnallen. Sind wir endlich wieder unterwegs. Und es fühlt sich gut an nach der Dusche. Ja. Gerade wieder in so einem tollen, großen Waldplatz. Und da sind überall so Holzdekorationen aus Äschli und den Bäumen. Die Schweden sind sehr gut organisiert. Überall jetzt WC im Wald, am und im Wald und Hütli, wo man formiert da an Feuerstellen und Raschplätzen. Manche leuchten die in der Nacht näher. Das ist auf jeden Fall total toll. Total toll, hä? Thank you.
Bibi? Da bin ich. Kilometer. Hi. Da haben wir dann jetzt auch wieder so eine Frischwasserquelle. Da können wir jetzt aufdrehen. Und da unter Wasser raus. Praktische Sache. Sehr praktisch. Ich bin schon froh, dass es diese Quellen gibt, gell? Mhm. So. Tada. Zum Wohl. So, jetzt sind wir da am Unterstand von Lütterbeck. Da haben wir wieder so einen Unterstand. Es hat vorhin einmal ganz kurz geregnet. Was gibt's heute? Wir haben wieder da unser Essen gemacht. Heute gibt's Beef Stroganoff mit Reis. Wenn ich mächtig Hunger. Und da ist unser Gaskocher. Weil das Feuerholz ist irgendwo dort unter, dort so. Und der Rucksack da hochtragen. Mach mit nochmal aber. Ein Fuhl. Das Wetter ist heute irgendwie so ein gemischt von super heiß in der Sonne bis nass im Regen. Aber nur mit ein bisschen. Und wir freuen uns jetzt aufs Essen. Nachher haben wir noch wie viel? 12,8 Kilometer. Jetzt haben wir das Fieri. Und eben Schwedisch ist dafür bekannt. Und haben ja selber erlebt die letzten zwei Tage, dass es bis 10, halb 11 am Abend hell ist. Also kann man recht gut in den späten Abend reinwandern. Und wir müssen heute nach Löwestadt, weil da hat es erst der nächste Frischwasser. Dank. Wasserreservoir. Genau. Und da haben wir unsere Proviantbüterli mit feinen Sachen drin. Mit dem Rind. Ja, Naturkomponent. Was hast du alles noch drin, wo du noch nicht gegessen hast? Tee. Statt Kamel über dem Kopf. Genau, Tee. Jetzt tun wir noch einen Tee aufkochen und dann tun wir nachher essen. Bis später. Tschüss. Jetzt hocken wir an der Wetterschutzhütte und es regnet. Blöd, gell? Also nach dem kräftigen Regenschauer am Unterstand sind wir jetzt endlich wieder unterwegs. Jetzt haben wir es 18 Uhr und noch so gut 10 Kilometer zu laufen. Man könnte meinen, es hat gar nicht geregnet. Es ist so richtig tropisch. Tropicana. So, mittlerweile haben wir es irgendwie glaub, 9:15 am Abend. Die Sonne scheint noch, wir sind warm. Und da drüben ist eine Mühle. Wir haben schon über 21 Kilometer gemacht heute.
und sind langsam ein bisschen kaputt. Und sollten dann auch gleich an unserem Ziel ankommen. Wir dürfen eine wunderschöne Abendstimmung geniessen. Laufen vorbei an wunderschönen Höfhäuschen. Ganz friedlich. Mit dem mittlerweile wieder auflockenden blauen Himmel. So langsam sind wir mit den Kräften am Ende. Wir sind ja froh, wenn wir dann hier unseren Lagerplatz erreichen. Lästige Mücken und Fliegen. Das Ufer und das Abend. Kann ich mit der Kamera dann schlingere, du. So, wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Lagerplatz von Löwstadt angekommen. Löwstadt angekommen. Es ist schon irgendwie 20 ab 9 Uhr am Abend. Es ist immer noch hell. Mit einem ganz herzigen Bauernhof Wasser geholt. Ja. Die sind sehr, sehr, ganz sehr niedliches Mädchen gewesen. Und jetzt sind wir eben wieder am Lagerplatz. Wir haben ein bisschen Feuer gemacht. Und da ist dann wieder so ein Unterstand. Da. Und da stellen wir da vorne. Da stellen wir dann unser Zelt nachher auf. Es hat sogar das WC da unten. Finde ich ganz toll. Super. Patusik 780. Yay. Es ist jetzt 10:30 am Abend und es ist immer noch hell. Langsam kehrt ruhige Ruhe ein, die Vögel haben aufgehört zwitschern. Mein Schatz ist am Nuschen. Du bist ein Süßi, schon gut. Und ich würde einfach sagen, morgen erzählen wir euch dann, wie es weitergeht, weil jetzt ist es zu dunkel und ihr werdet uns wahrscheinlich. Jo, ich mag auch einfach nur mehr. Ich will einfach nur mal ins Bett, also ins Zelt. Stört da hinten irgendwo. Und von dem her sagen wir bis morgen. Bis morgen. Tschüss.